Die monatlichen Abschlagszahlungen für Verbraucher von Erdgas werden sich nach Einschätzung der Bundesnetzagentur im kommenden Jahr mindestens verdreifachen. Klaus Müller, der Präsident der Behörde, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: Bei denen, die jetzt ihre Heizkostenabrechnung bekommen, verdoppeln sich die Abschläge bereits. Und da sind die Folgen des Ukraine-Krieges noch gar nicht berücksichtigt. Ab 2023 müssen sich Gaskunden auf eine Verdreifachung der Abschläge einstellen. Mindestens. An den Börsen hätten sich die Preise zum Teil versiebenfacht. Zitat: Das kommt nicht alles sofort und nicht in vollem Umfang bei den Verbrauchern an, aber irgendwann muss es bezahlt werden. Und deshalb ist es ja auch so sinnvoll, jetzt stärker zu sparen, führte Müller weiter aus. Müller trat Befürchtungen entgegen, dass Privathaushalte im Fall einer Gasmangellage nachrangig versorgt werden könnten. Er bekräftigte: Die deutsche und die europäische Rechtslage sehen vor, private Haushalte bis zum Ende zu schützen. Selbst im schlimmsten Szenario wird Deutschland weiter Gas bekommen aus Norwegen und von Terminals aus Belgien oder Holland, demnächst auch direkt von Terminals an der deutschen Küste. Dass kein Gas mehr bei den Menschen zu Hause ankommt, halte er für, Zitat, nicht sehr wahrscheinlich.